Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von The Evil Within. Jawohl. Ja, wir haben ein neues Kapitel begonnen gehabt. Servus. Und wir haben gespeichert und ich glaube, wir sind auch wieder schlauer geworden. Ich glaube, wir haben auch alles gelesen. Schon wieder 3 Wochen her, das letzte Mal gezockt habe. Leider. Wir haben Maschinen gekriegt. Stimmt, die Gnädigste hat uns da hinten in so einen, ja, Tresorraum, ist falsch gesagt, so einen Raum mit vielen Tresoren, so ist besser, geführt und da haben wir einen Gegenstand bekommen. Und scheinbar, ich schau mal, kann man was machen? Und scheinbar, wenn man genug Schlüssel hat, kann man da eben alle Türen aufmachen. Das ist ja mal ein Ziel, ne? Geht da irgendetwas? Nahkampfschaden, da haben wir echt schon zu wenig, ne? Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, hätte ich vielleicht mehr auf Waffe gehen sollen. Ist ja wurscht. Aber da geht echt was. Das hier zwar nicht. Die Feuerrate. Magazinkapazität wäre auch nicht schlecht. Genauigkeit und Crit. Was hätten wir hier noch Tolles? Wie viel man mitnehmen kann, ne? Wie viel man tragen kann, glaube ich. Qualitätsbolzen geht, glaube ich, gar nichts. Ne? Na, da haben wir definitiv zu wenig. Wir könnten noch die Waffe. Mein Armbrust muss vielleicht nett sein, aber die Pistole wäre mir schon recht lieb, wenn die ein bisschen mehr kann. Da ist mir, glaube ich, die Feuerrate lieber. Nehmen wir die. Ich bitte darum. Ich hoffe, dass wir es zusammenbringen, dass wir alles lernen können. Das wäre super wahrscheinlich mehr, ne? Wahrscheinlich muss man sich auf seine Lieblingswaffen und Lieblingsfähigkeiten konzentrieren, schätze ich mal stark. Und ich schätze auch stark, dass hier nicht zufällig ein grünes Gel liegt. Nein. Gut, dann hauen wir ab. Ich hätte speichern sollen. Mir passiert hier wieder Blödsinn. Hundertprozentig. Ja, passt. Gespeichert. Unabsichtlich auf die Leertaste. Passt. Wurscht. Schleichen wir uns. So. Gnädigste. Es war mir ein Vergnügen. So, bis zum nächsten Mal. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Wer mal schon riecht, ein gnädiger Herr. So, Licht einmal aus, das ist ungut. So. Wir sind in Begleitung des Doktors von Leslie. Dessen Bruder haben wir auch schon kennengelernt, ne? Und ja, der hatte einen ausgereiften Dachschaden. Nicht besonders gut, ne? Okay, Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Alter, ich hab mir fast ins. Ich hab gedacht, wir werden angegriffen. Okay, das ist die Frage. Ob wir da einfach so blind nachlaufen sollen? Oder ob wir uns da mal umschauen müssen? So, Bären fallen und so ist ja auch wieder ein Thema, ne? Wahrscheinlich. Ich meine, es wird schon hart. Ich brauche Urlaub. Was? Alter. Ist ja unglaublich, ne? Alter, hätte mir jetzt fast in die Hose gemacht. Schon wieder. Ey! Was sind das für Gestalten da? Echt unglaublich. So. Bin mir gerade nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, da reinzugehen. Aber irgendwie scheint hier niemand zu wohnen.
Das lohnt es sich wohl anzuschauen. Ja, das glaube ich auch. Das Komische ist ja, ne? Ich habe ja wieder mal das Gefühl, dass es hier richtig zur Sache gehen wird. Leertaste, ich will das haben. Wenn wir Ashley weiter folgen, denke ich mal. Also wäre es vielleicht jetzt ratsam, erstens mal die Tür aufzutreten und zweitens jetzt schon mal sich überall umzuschauen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sich mal überall umzuschauen und zu hoffen. Soll ich das echt verbrennen? Was ist, wenn da unterhalb nichts ist? Kann man es nicht zusammenhauen? Glaubt man nicht, ne? Kann eigentlich unter diesen Strohballen auch so ein grünes Gelee sein? Ich denke schon, ne? Bye. Bin mir überhaupt nicht sicher, wann es gescheit ist zu schleichen und wann nicht. Ich muss immer ein bisschen meine Augen auf dem Boden halten, weil sonst drehe ich in so eine depperte Bärenfalle. Und die tut meinem großen Zeh immer zwicken. Mhm. Da war jetzt Ashley da oben, ne? Das heißt, wir müssen da lang. Ich meine, es wird sich schon. Wie viel Streichhölzer haben wir denn eigentlich? Kann ich, weiß ich noch, wie ich ins Inventar gekommen bin? War das hier? Na, das war hier. War das doch hier? Ach Gottchen. Na. Das habe ich vergessen. Egal. Wird mir schon einfallen. Was wollte ich sagen? Ich wollte einfach nur schauen, wie viele Streichhölzer wir haben. Da brennt auch was. Aha, da ist der Eingang, ne? Von da sind wir Kummer. Okay. Von da sind wir Kema. Ja, so wie es ausschaut. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Jo, ist es schon recht. Machen wir gleich. Also so wie es ausschaut, hätten wir das schon mal, dann heizen wir das einfach ab, oder? Da, bitteschön. Vielleicht finden wir ja was. Ah, tatsächlich. Das ist, glaube ich, echt was da. Halt. Aha, treten. Ich trete dich. Das war für Fisch. Das war für die Fisch. Sollen wir noch eines opfern? Hier? Es wäre halt echt schade, wenn ich so ein grünes Gelee übersehe. Was hat das nicht... Echt jetzt? Der will mich verarschen, ne? Heiz ab, du Klumpert. Ich dreh dich. Ich dreh dich. Brenn ab. Ebenfalls nichts. Muss man wissen, ne? Super. Naja, soll ich jetzt verrecken, weil ich kein Streichholz mehr habe? Müssen wir es halt nochmal machen. Okay. Die heizt sich nie wieder ab. So. La 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 la. Dann schauen wir uns da noch um. Wahrscheinlich wird es jetzt gleich umgehen, fürchte ich. Ich spüre das schon im linken Hüftknochen. Auf die Hitten. Ich sollte noch, ich sehe es gerade, die Pistole, also die Waffe wechseln. Und jetzt, hoppala, nehmen. Was will er nehmen? Die Flasche oder was? Schaut aus. Nein, warte noch. Da zuerst. Yeah, Buffen. Also, achso, Munition. Gut, super, können wir nicht. Da sind wir schon voll. Alles voll mit Flaschen. So viele Flaschen vor allem. Entweder sind die Leute extrem am Saufen. Unbegreiflich. Ja? Das kann alles nicht sein. Wo ist denn? Er ist da runter. Das wird schier. Bin so blöd. Welche Taste öffnet ihr nochmal schnell das Inventar? Schleichen habe ich sofort gewusst, ne? Ich dachte immer, das wäre... Das ist ja nur zum Lesen. Ich bin doof. Da ist es V. Geht ja.
So, ich wollte eigentlich die Pistole auswählen. So. Sicherheitshalber schon mal. Nehme aber die Axt auch mit. Ich wollte eigentlich nur statt die Armbrust. Also die hält er sowieso, ne? Die trägt er sowieso so rum. Dann wird schon passen. So, meine Herrschaften. Der Kammerjäger ist hier. Boah, was sind das für Keller? Ach, typisch für so ein Spiel, ne? Meine Güte. Oh weia, oh weia, oh weia. Halt, was haben wir da? Aha, was ist das? Was haben wir da? So. Jawohl. Wir sind mal voll. Das ist scheißlich. Was haben wir hier? Den nehmen wir mit. Dann haben wir hier Streichhölzchen, die wir mehr alle brauchen. Wahrscheinlich auch die drei, die ich, ja. Ne? Es wäre schön, dass man, wenn man nachladen könnte, ne? Vorher noch die ganzen. Aber das wird so, warte mal, Information wechseln, ausrüsten, benutzen. Achso, mit Leertaste, ja, okay. Naja, hilft nichts. Na, die Axt belasse ich schon, also behalte ich noch. Das passt schon, die verbrauchen wir jetzt erstmal. Rotes Licht. Warum? Ah, das ist eine Fotokammer, also zum Foto machen, zum Entwickeln. Rubik. Nein, er kann das nicht. Mich trifft der Schlag. Der Schlag, ich sag's euch. Halt, Flasche. Leslie, oh. Im Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Beruhige dich. Axt oder Pistole? Pistole. Das hört sich ungut an. Vor uns! Vor uns! Bleib ruhig! Was zum Teufel? Wieso sind die unsichtbar? Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Alter, du Sau! Du Sau! Du Sau! Mistviech! Alter, wo ist meine Axt? Ich brauch die Axt. Axt! Unheimlich! Ey, jetzt hab ich erwischt! Ich brenn den ab. Wäre Selbstmord. Verbrenn den Bitchen. Eher unwahrscheinlich. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Wird schon werden. Wird schon werden. Alter. Der war unsichtbar. Na, warum unsichtbar? Hör auf. Alter, wenn ihr den jetzt zufällig gesehen hätte, weil die Umgebung verschwommen war. Also er selber, ne? Boah. Wow, und der Tentakel im Gesicht ist ja grauslichst. Pfui Teufel, also wirklich. Alter, mich trifft der Schlag. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Oje, oje, Mini. Da habe ich noch zu kämpfen mit mir selber, das weiß ich jetzt schon. Puh, ich kriege einen Herzinfarkt. Also wenn es momentan was rumpeln hört, ne, das bin dann ich, dann bin ich vom Sessel gefallen und ja, lieg wahrscheinlich im Stern. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Ja. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Hinter uns. Oh Gott. Nein. Er. Hallo. Rubik. Rubik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Was? Nicht hinterher. Aber es gibt keinen anderen Weg. Kann ich den jetzt noch aufheben?
Noch nicht. Warum? Wahrscheinlich muss ich die Waffe wechseln, ne? Die Schrot wahrscheinlich mal nehmen. Dürfte eine Schrotmunition sein, fürchte ich. Yep. Können wir mal mit der auch, ne? Ist ja wurscht. Was zur Hölle? Doktor? Leslie? Fuck. Müssen wir jetzt da lang? Oder da lang? Er hat gemeint, wir sollen ihm nicht folgen, ne? Ja. Ich fürchte, es wird wieder schlimm. Hä? Hallo? Ich bin gerade verwirrt. Oh mein Gott. Kontrollpunkt, okay? Und jetzt? Alter! Diese Psychospielchen, ne? Was geht hier vor? Ich weiß schon, warum ich wieder 3 Wochen Pause machen muss vor dem Spiel. Boah, Alter. Alter Schwede. Natürlich ist auch, steckt auch noch was drin. Puh. Aha, wir sind voll diesbezüglich. Oh, Gottes Willen. Da hinten ist was. Wow. Also ehrlich, dieses Spiel. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das wollte ich gerade nicht. Ich hab's übersehen. Da ist so finster, ich bin gerade fertig mit den Nerven. Ja. Ja. Wo ballert's runter? Da, okay. Da drüben ist auch eine Bombe, ich sehe sie gerade. Ich müsste ein bisschen schleichen. Schleichen? Schleichen! Geht nicht, oder wie? Aha, wahrscheinlich von der Seite probieren. Blatsch. Mal schauen, wo der... Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alter. Also, jetzt geht's wieder. Aha, da haben wir was. Ey, wieso ist denn die Kamera so doof? Halt. Ach, Gottchen. Ich habe Angst, wenn ich gehe. Was haben wir da bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich die Bombe da drüben entschärfen. Was, Da drüben liegt auch noch was. Bäh. Diese Geräusche sind auch nicht besonders super. So. Ach Gottchen. Okay, da hätten wir noch eine Tür. Da hätten wir Öl. Das ist okay. Ich möchte noch vorher da drüben rauf. Ach du Heilige. Der Schrot hat halt dann einen recht guten Effekt, wenn... Der Betreffende. Oh je. Wo ist denn das gespannt? Da drüben? Kann ich hier durch? Oh, das ist. Jo, schaut gut aus. Ich will zuerst versuchen. Aha, da haben wir auch was. Ich wollte nur sagen, ich will versuchen, die Bombe da drüben zuerst. Alter. Wegzumachen. So. Damit mehr aussprechen kann ich. Okay, da kann man überall laufen. Was nicht so gut ist, glaube ich. Na! Hast du gesehen? Wenn 1 Millimeter. Scheiße. Aber wir hatten Kontrollpunkt, ne? Streng gesehen. Mist. Soll ich es nochmal machen? Der Part wäre eh schon zu Ende. Ich schaue nur kurz, wo wir da landen, ne? Bei dem Spielstand. Alter, mir geht die Bufen. Also, das Herz.
Da ist es gerade eh so schön ruhig. Unsichtbare Gegner hinterlassen Spuren, wenn sie durch Pfützen laufen. Warum müssen die unsichtbar sein? Warum müssen die unsichtbar sein? So, okay. Dann halt nochmal. So, du wirkst immer da. Ich werde gleich die Bombe versuchen zu entschärfen. Ist, glaube ich, besser. Jetzt ist nur die Frage. Ah, die wäre auch, okay. Hat sie ihn gehauen? Na, jetzt ja. Gut, passt. Das hätten wir mal. Dann versuche ich die da drüben gleich. Ja, ist schon gut. Ja, dann versuche ich die hier. Also Horrorspiele sind echt nicht meins. Hey, jetzt zu spät? Mann, ey. Das will ich jetzt schaffen, ohne dass ich da Leben verliere. Also Gesundheit verliere. Ja. Wenn du einem rennenden Gegner ins Bein schießt, fällt er zu Boden. Sehr gut. Mist, verdammter. Ja, mach Licht. Ist recht. So, jetzt dann nochmal. Das kann ja nicht wahr sein, echt. Ich kann echt nichts. Typisch. Na, mach. Du darfst. Mach. Hallo? Jetzt. So, weg mit dem. Alter, freue ich mich wieder, wenn wir in das Safe House können. Ja, weiß ich schon. Jetzt habe ich mich nicht erschreckt. Edge Patch. So, den Deppen da jetzt nochmal. Diese scheiß Bombe geht mir auf den Nerv. So. Na komm. Hallo. Ja, jetzt wieder zu früh, ne? Warum? Ich habe kein Gefühl für sowas. Na gut, beenden wir den Part. Ich versuch's nochmal. Im nächsten Part. Das wird wohl jetzt irgendwann klappen, das gibt's ja nicht. Also dann, ihr Lieben. Entschuldigung fürs viele Gefehle. Ja, das hier wird noch sehr super, das Spiel. Ja, ich bin schon froh, wenn wir fertig sind. Mhm. Dann kann ich wieder meine Nerven beruhigen. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Ja. Mal schauen, wie viele Parts ich zusammenbringe, bevor ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Also 5 möchte ich schon gern machen, werden wir sehen. Na gut, ihr Lieben. Also dann nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!